Hallo, schön, dass ihr wieder da seid. Wir sind's wieder. Hi. Rainer und Martin. Hallo Martin. Hallo Rainer. Es ist kurz vor Weihnachten und wir haben uns was überlegt für euch, eine Kleinigkeit. Denn wir sind euch sehr, sehr dankbar, weil wir festgestellt haben, dass ihr uns als Firma CreationX angenommen habt. Das heißt, die Bestellungen zeigen das, der Support, die Tickets, das Forum ist sehr, sehr aktiv. Ja. Gefällt uns sehr gut. Wir haben da Spaß dran und dementsprechend wollen wir einfach mal Danke sagen. Richtig. Was haben wir vor? Und zwar haben wir vor, wir haben ja so ein paar nette Sachen vorbereitet. Zwei Halten Sie mal hoch. Also, wir haben da für euch ein Echo Dot Weiß. Hebst du noch mal kurz hoch? Genau, sorry. Ein Echo Dot Schwarz und jeweils S20. Und diese Pakete jeweils zusammen, ne, ein S20, ein Echo Dot Schwarz und ein Weiß und ein S20, werden wir für euch verlosen. Und jetzt denkt nicht, ja, wir müssen wieder teilen, registrieren. So viel müsst ihr gar nicht machen. Genau. Es ist ganz, ganz einfach. Dieses YouTube-Video, was wir euch erstellt haben, jetzt hier, unten gibt es eine Kommentarfunktion. Da schreibt ihr Folgendes rein. Das steht jetzt hier unten. Ich mag CreationX. Das ist schon mal das Erste. Mhm. Ne? Das ist das, oder das Einzige, was ihr eigentlich machen müsst. Richtig. Könnt aber auch, wenn ihr sagt, ja, ich schaue mir YouTube-Videos an, aber ich habe gar keinen Video-Account. Ich habe nur Facebook, Instagram oder Twitter. Macht das dort. Wir werden dieses Video in den jeweiligen Social-Media-Kanälen teilen. Genau. Den Link dazu. Genau. Und dann könnt ihr darunter auch kommentieren. Ich mag CreationX. Ja. Und schon nehmt ihr einen Teil. Genau. Das ist alles. Ihr müsst nichts machen. Nichts teilen, nichts liken oder sonst was. Ich meine, ihr könnt es liken und ihr könnt es auch gerne teilen, wenn ihr uns wirklich liebt und mögt. Ja? Wie war das? Nicht nur platonisch? Nicht nur platonisch. Ja. Nein, Scherz beiseite. Also ihr müsst nicht teilen, ihr müsst nicht liken. Nein. Ein Kommentar reicht. Wenn ihr es teilt und liked, ist auch gut. Wir sind natürlich dankbar, natürlich. Hilft uns das allen weiter. Okay. Aber wirklich, wir wollen das einfach nur als Dankeschön raushauen. Ihr müsst nur schreiben, ich mag CreationX unter die Social-Media-Kanäle jeweils. Hier. Genau. Also, ne? Sucht euch irgendwann einen aus. Es ist egal, ob Facebook, Twitter, Instagram oder halt hier bei YouTube. Richtig. Bis wann wollen wir das dann laufen lassen? Bis wann lassen wir es laufen? Ich denke mal... Also cool wäre es ja, wenn wir... Also zu Weihnachten wird es sehr eng werden. Gerade weil bei uns die Post ist momentan Chaos. Ja, kann man das so liegt sagen. Nicht am Schnee. Nein. Am nicht vorhandenen Schnee? Nein. Sondern auch nicht am Regen? Nein, auch nicht. Sondern daran, dass hier einfach alle irgendwie krank machen von der Post und wir können nichts dafür. Das Liebe heißt, Post, ist nicht böse gemeint, alle Postmitarbeiter, es ist einfach nur... Ihr macht einen super Job, ja. Auch wenn es bei dem scheiß Wetter und so, aber können wir nichts für. Richtig. Also dementsprechend würde ich sagen, lassen wir es laufen bis nächste Woche Donnerstag, eine Woche. Heute ist Donnerstag, bis nächste Woche Donnerstag, 12 Uhr ist Schluss. Donnerstag kommt die Benachrichtigung, wer hat gewonnen? Ja. Wo gibt es die Benachrichtigung? Natürlich auf allen Kanälen. Auf allen Kanälen. Klar. Auf unserer Homepage, bei Facebook, Twitter, Instagram, YouTube natürlich nicht zu vergessen und. Also wir sind auf jeden Fall für euch überall online. Da könnt ihr uns auch dann sehen und vor allem, wer gewonnen hat. Die Gewinner werden von uns schriftlich benachrichtigt. Wir werden sie anschreiben in der persönlichen Nachricht in den jeweiligen Kanälen. Genau. Die Auslosung erfolgt so, wir haben uns das überlegt. Vorher losen wir aus dem Topf aus, zum Beispiel dieses Set, in welchem Kanal es gelost wird. Und danach aus dem Kanal wird ausgelost, welcher von denen. Das haben wir vorher alles gesammelt. Ne? Und bei dem zweiten Set genauso. Genau. Erst welcher Kanal und damit ausgelost, welcher von den Kommentaren. Also auf jeden Fall einen von den Kanälen trifft es. Wenn wir jetzt hier Facebook haben, dann werden wir Facebook nicht nochmal reinnehmen. Ne? Da hast du recht. Ja. Habe ich auch vergessen zu damit erzählen. Damit alle eine Chance haben irgendwie. Ja, was gibt es sonst noch Neues bei uns zu berichten? Habt ihr vielleicht schon gesehen? By the way, jetzt kommt die Werbeshow. Ja. Die Gehäuse sind nämlich da bei uns jetzt. Die bieten wir vor euch an. Da könnt ihr nämlich dann die Sonoff-Geräte reinpacken und dann nach draußen installieren. Ne? Mit Verschraubung alles dabei. Einer am Forum sagte, ich habe den Namen jetzt nicht mehr im Kopf, dass wir die Dinger ziemlich nicht so anpreisen, wie sie eigentlich es verdient hätten. Weil wir sagen ja, es sind Spritzwasser geschützt. Richtig. Aber er meinte wohl, dass sie IP66, glaube ich. IP66, ja. Und dass sie ja doch schon ein bisschen mehr abkönnen. Das ist ein bisschen mehr. Ihr könnt ihr theoretisch unter warmem Wasser halten oder Kaltwasser, völlig drunter halten, es passiert erstmal nichts. Richtig. Wir sagen deswegen Spritzwasser geschützt, weil wir keine Garantie dafür geben, wenn das Ding wirklich absäuft, dass es auch wirklich dicht bleibt. Ne? Ist geprüft. Das ist geprüft. Das ist IP66 geprüft. Ich weiß, aber also ist es nicht tauchgeprüft. Also IP, was ist denn ein Tauchen? IP, egal. Jedenfalls IP66 ist geprüft, hat das Konformität für erlangt, für alle Elektriker unter euch. Nicht schimpfen, IP66 ist ja drauf. Dazu kommen wir bis anderes Mal noch. Ja, was haben wir noch bei uns? Die neuen Do-it-yourself-Module. SV. SV heißt bei uns übrigens im Original Safe Voltage. Ist zu betreiben von 5 bis 24 Volt ne? Und kann auch dann im isolierten Modus, mit 250 Volt bis zu 250 Volt geschaltet werden. Mhm. Aber dazu machen wir noch ein extra Video, das ist nur für euch mal, dass ihr wisst. Ne? Kleine Übersicht. Warum haben wir das? Das wollte ich noch mal erzählen, habe ich fast vergessen. Ja. Wir haben diverse Anfragen bekommen von Leuten mit Campern, mit Campingwagen und sowas alles. Und die wollen, oder LKW-Fahrern sogar, die wollen ihren LKW und den Camper
Smart Home fähig machen. Die haben gesagt, Mensch, ich habe das immer drin, ich habe Alexa eingebaut, also über, genau. Sie drauf. Der war jetzt gut. Und deswegen haben wir die jetzt mit uns ins Programm genommen. Die Anfragen waren echt da und die laufen noch. Ja. Also, wisst ihr Bescheid, ne? 5 bis 24 Volt Gleichspannung und dann könnt ihr die überall benutzen, wo ihr die braucht. So, ich würde sagen, cool. Für heute haben wir es erstmal. Das Gewinnspiel startet jetzt. Viel Spaß, viel Glück. Und schönen Kommentar unterlassen. Ich mag Richtig. Creation X. Ich auch. Wenn ihr uns wirklich mögt, dann teilt uns auch. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns spätestens nächsten Donnerstag wieder. Aber ich denke mal, vorher haben wir noch was anderes für euch. Lasst euch überraschen. Bis dann. Ciao. Ciao. Wenn wir einen Tee erstmal trinken, das wird ja zu kalt hier. Prost. Prost. Cheers.